Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die tiefgrüne Maske. Ja, beim letzten Mal sind wir hier aufs Maskenfest gegangen. Haben leider keine Maske, aber dafür haben wir Ballons zum Platzen gebracht. Im Hintergrund tanzt der Oni rum. Dem werden wir gleich hinterherlaufen, aber zuallererst habe ich wie immer erst ein paar Pokédex-Einträge für euch, die unser Zeitstempel bieten, der wie immer da ist, der danzt über meinem Kopf herum. Nein, der steht da einfach nur. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt an die Pokédex-Einträge. Und als allererstes für heute habe ich dann Tropius für euch, das Obst-Pokémon. Das immer nur die gleichen Früchte aß, begann köstliche Früchte an seinem Hals zu wachsen. Und als nächstes habe ich diesen merkwürdigen Fisch für euch. Knirrfisch, das Knirschzahn-Pokémon. Wenn Sonnenlicht von den Wellen reflektiert wird, die durch seine Zähne knirschen, entstehen, glitzert das Wasser um es herum blendend hell. Ja, das glaube ich dir. Und als nächstes habe ich Luxtra für euch, das Glühaugen-Pokémon. Beim Ausspüren von Gefahren ist Luxtras Röntgenblick äußerst hilfreich. So, denn Leute, den nächsten Stein, den ich euch an den Kopf werfe, ist Georock, das Gesteins-Pokémon. Mit Moos überzogene Steine sind seine absolute Leibspeise. So trägt täglich laut knirschend mindestens eine Tonne davon. Na, guten Appetit. Und hier ist Stapoli, das Muskel-Pokémon. Selbst wenn es von mehreren Profi-Wrestlern auf einmal angegriffen wird, lässt es dies dank seiner steten Muskeln kalt. So, Noah, du bist als nächstes dran. Viel Spaß! In letzter Zeit darf ich aber oft anfangen, danke Shining. Das hier ist Folikon, das Wickelblatt-Pokémon. Es wickelt sich zum Schutz in Laub und scannt seine Umgebung, indem es mit den Blättern auf seinem Kopf die Luftbewegungen erfasst. Oh, wie süß ein Pinguin. Das ist Kubuin, das Pinguin-Pokémon. Das Eis um seinen Kopf schmeckt leicht salzig. Mit Hilfe von Meeresströmungen ist es aus einer weit entfernten, kalten Region hergekommen. Als nächstes Lumiflora, das Erz-Pokémon. Vor kurzem wurde festgestellt, dass seine Blütenblätter, die aus kristallisierter toxischer Energie bestehen, Terrakristallen ähneln. Und zu guter Letzt, Mantidea, das Blumensichel-Pokémon. Es ist äußerst zeitaufwendig, seine strahlende Blütenfarbe aufrechtzuerhalten. Dieses Pokémon erfordert daher viel Hingabe von seinem Trainer. Na dann, Drim, jetzt bist du dran mit Vorlesen. Na, wie geht's so, Leute? Das hier ist Quartermark, das Teamwork-Pokémon. Der Anführer wählt 10 Gruppenmitglieder aus, die auf die Jagd gehen und danach ihre Beute gerecht mit dem Rest der Gruppe teilen. Als nächstes Staraptor, das Raubtier-Pokémon. Selbst mit einer Verletzung greift es immer weiter an. Es legt großen Wert auf das Aussehen seines Kamms. Na dann darf ich vorstellen, das hier ist Uhafnir, das Schallwellen-Pokémon. In der Dunkelheit wird es sogar von Tregefalo gefürchtet. Tagsüber geht es Kämpfen jedoch aus dem Weg. So, und als letztes für heute, Voltoball, das Ball-Pokémon. Viele Menschen verwechseln Voltoball mit einem Pokéball und erhalten beim Anfassen einen Stromschlag. Es lebt vorwiegend in Kraftwerken. Na dann, Shining, lauf dem Oni hinterher. So, Leute, das waren noch ein paar interessante Pokédex-Einträge. So, Herr Oni. Darf ich Ihre Bekanntschaft machen? Ich glaube nicht, dass das ein Kind ist. Das war der Oni höchstpersönlich. Der tauchte endlich auf. Dann seht ihr ihn nicht als Pokémon an. Ja, mein Mexican Standoff hier.
Vielleicht war es ein Pokémon. Scheinbar. Ausgerechnet Jo hat's nicht gesehen. Warum überschreist du meine Worte? Aber es ist eine coole Maske. Ja, Mio. Da war der Oni endlich da und dann zeigte sich nicht ihm, sondern mir. Der gerade erst hier angekommen ist. Das ist auch mega deprimierend. Nee, es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Boah, das Eis sieht lecker aus. Dann laufe ich wohl den Rest des DLCs so rum. Wovon redest du? Nein, ich hab nur so getan. Also ich werde auf jeden Fall die ganzen legendären Viecher von hier auch mal wieder fangen, ne? Frag mich, wie viele Pokébälle mich diesmal das kosten wird. Ich habe eine Maske gefunden. Ist aber gemein. Das war trotzdem nicht nett. Der EP-Pin, der macht generell mehr Erfahrung. Okay. Nee, wahrscheinlich genau umgedreht.
Okay, ich bin gespannt. Na klar. Ich habe ja sonst nichts vor. Wie fies einfach. Thank you.
Er hat insgeheim mitgehört. Immer sind die Leute so aggressiv gegenüber der Zeit. Und schlagen sich ständig tot. Da oben drauf, da ist eine CM, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ein Moment, ich guck, dass ich da dran komme. Ladevorgang. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ein Sonderprobung hat sich auch nicht gelohnt. Dies und das. Okay. Wie weit ist weit? Mir wurde gesagt, ich darf dir nicht die Wahrheit sagen. Es tut mir leid. Okay, ich habe einen weiten Weg vor mir. Ich würde einfach sagen, wir klettern über den Gefährtenplatz dahin. So kommt man echt schnell hier hin. Ich dachte mir erst, was liegt denn da, aber das war einfach nur ein Vulkano. Oh, hier läuft auch irgendwo ein Schneckmack rum. Ich habe den Kleinstein 0 gesehen. Das ist eine sehr felsige Ebene. Da oben ist doch bestimmt was. Ja, ein glitzerndes Schneckmark. Das ignorieren wir erstmal. Kann die ganzen Pokémon auch noch mal wann anders fangen. Dasselbe gilt auch für die Nachtmetzier. Jo.
Wo johst du rum? Natürlich, warum nicht? Also meinem Pokémon ging es ja eigentlich auch schon vorher gut, ne? Hallo Yamba, schön dich mal wiederzusehen. Darf ich dir Skelekrok noch mal vorstellen? Skelekrok sinkt dir wieder ein. Als nächstes kommt Quaffo. Ich setze Maskerato ein. Wir haben Zuschauer. Blumentrick. Bin ja auch Champ meiner Region. Was erwartest du? Diesen hier sollte ich auch so platt kriegen. Ja, schön, dass du die Wundersaat riechst, aber mein Blumentrick kommt trotzdem rüber. Ist halt Volltreffer-Garantie. So, Zirapfel. Warum muss es jetzt anfangen zu regnen? Es gibt noch eine dritte Form? Die habe ich noch gar nicht. Hier liege die eine Bürde, jo. Dieselbe, die auf mir liegt. Nähert sich dir zur Dämmerstunde außerhalb des Dorfes eine Schattengestalt zur Sei auf der Hut. Jetzt auf der Stelle eine Maske auf, um dein Antlitz zu verbergen, und verneige dich. Ob Mensch oder Oni, er wird nur die Maske sehen und dich deines Weges gehen lassen. Solltest du keine Maske zur Hand haben, so hoffe, dass der Schatten sich als Mensch erweist. In diesem Fall darfst du den Sonnenaufgang erneut erleben und wirst nie mehr deine Maske vergessen. Entpuppt sich der Schatten jedoch als Oni, hat für wahr dein letztes Stündchen eingeschlagen. Der Oni raubt jedem die Seele, dessen Gesicht er erblickt. Du wirst nie ins Dorf zurückkehren.
Okay. Ist eine sehr gute Frage. Jo ist, glaube ich, sauer auf mich. Ich glaube, er ist definitiv sauer auf mich. Was ist hier in der Höhle? Eine simple Teeschale. Ich glaube, ich weiß, wem ich die geben müsste. So, nach einer halben Stunde suchen habe ich das Pokémon gefunden. Wo haben wir diese Teekapsel? Schafsan habe ich bekommen. Da, simple Teeschale kann bei Motscha verwendet werden. Ich hoffe, der Name stellt sich jetzt auch um. So, jetzt haben wir nämlich einen Pater Litscha. Die simple Form. Pater Litscha, das Matcha-Pokémon. Es hält sich gerne an dunklen und kalten Orten auf, wie etwa unter Fußböden oder hinter Regalen. Nach Sonnenuntergang geht es auf Beutejagd. Versuch Quirlschuss zu erlernen. Ich guck, dass ich den Namen irgendwie noch auf Deutsch bekomme. Na gut, Leute, ne? Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich muss jetzt keinen Kampf provozieren. Ich setze mich mal hier oben auf einen der Felsen drauf, wo am besten kein Pokémon draufsteht. Keine Sorge, ich hole Skelekopf noch in mein Team zurück. Wenn es euch gefallen hat, Leute, den nächsten Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ja.